Ich glaube, was man wirklich haben muss in der Debatte, ist etwas, was ich mit so ein bisschen pauschalen Schlagwort strategischen Inkrementalismus beschreiben würde. Man muss sich, glaube ich, über die globalen Mechanismen klar werden, Verbrauch, Strukturentwicklung und so weiter. Und dann ist aber ganz klar, dass es den großen Masterplan, ich setze mir das Ziel und dann entwickle ich A, B, C, D, genau die Schritte deterministisch darauf hin, dass das nicht funktionieren wird. Aber ich glaube, der Wert von solchen Szenarien und solchen Hubschrauberblicken ist einfach, dass man die Orientierung nicht verliert. Ich denke, dass wir in vielerlei Hinsicht ja auch hoffen, dass wir uns irren. Ja, also in diesem New Policy Szenario oder in diesem Current Policy Szenario erreichen wir eben auch Temperaturerhöhungen langfristig, die im Bereich 3,5 bis 5 Grad liegen. Ja, das sind natürlich Dinge, die wir auch nicht wollen. Ja, wir erklären nur, wie wir momentan die Entwicklung des Energiesektors sehen und was für Probleme das unter Umständen mit sich bringen könnte. Ich denke, darin liegt dieser Wert der Szenarien und auch der Wert darin, daraus energiepolitische Rückschlüsse zu ziehen. Mhm. Und der große Wert des World Energy Outlook besteht im Wesentlichen daran, dass er jedes Jahr neu gemacht wird. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt, dass man sich permanent selbst vergewissert, was von dem gestrigen Mechanikeinsichten im nächsten Jahr noch stimmt. Wir brauchen genug Öl, Kohle, Gas auf deutschem Boden. Interessanterweise denken wir nie, also selbst wenn wir von Deutschland aus denken, in den Wertschöpfungsketten der deutschen internationalisierten Unternehmen. Das sozusagen für die deutsche Wirtschaft auch ein Problem sein kann, wenn in Ländern, die uns im Grunde genommen egal sind, wo aber dummerweise deutsche Produktionsstätten deutscher Unternehmen vielleicht in Vorstufen stehen, wir auch davon betroffen sein können. Weil wir werden die Debatte erleben, Russland sperrt im Winter den Korridor, bringt auch mehr über Nord Stream. Für uns sieht das einigermaßen gut aus, aber es ginge wirklich darum, in einem Zielkonflikt, dass in Deutschland Kraftwerke abgestellt werden oder die unterbrechbaren Verträge sozusagen thematisiert werden und dann eine politische Konstellation entsteht, schränken wir uns jetzt ein für die Slowakei. Dass die Öffentlichkeit sofort sagen würde, nee, warum? Wir würden sofort Gründe finden, warum die selber schuld sind, dass sie gerade kein Gas haben, weil wir wollen das für uns. In der Vernetzung würden wir das nicht denken und auch nicht in der Vernetzung von Produktionsketten. Wir haben uns einfach diese Art von Blick auf Energieversorgungssicherheit abgewöhnt. Der Begriff war ja im Grunde genommen bis vor 2 Monaten für das Stromsystem reserviert im deutschen energiepolitischen Diskurs. An Gasversorgungssicherheit hat ja keiner mehr gedacht. Also die europäische Idee vielleicht doch nicht so stark verankert, wie wir uns das manchmal einreden, aber ich denke, da kommen wir nachher noch drauf. Lassen Sie mich eine Nachfrage stellen zu der Machtfrage, die gerade auch infolge des letztjährigen World Energy Outlooks intensiv diskutiert wurde, nämlich die Folgen der absehbaren Energieautarkie der Vereinigten Staaten und Nordamerikas. Gibt es diese Folgen tatsächlich? Wird es die tatsächlich geben? Und wenn ja, worin werden die bestehen? Ich glaube, sie werden nicht darin bestehen, dass die USA zum Beispiel das Interesse, das ist eine populäre These, an der Golfregion verliert. Weil wenn es um den globalen Ölmarkt geht, sozusagen Störungen, egal wo sie stattfinden, relevant sein können für das Preisgefüge und weil wegen des Faktors Israel und aus geopolitischen Gründen dieser Raum trotzdem relevant bleiben wird. Solange Klimaproblematik eine Externalität ist, wird die sich nicht von alleine internalisieren. Aber ich sehe eben, dass wir doch eine Reihe von Regierungen haben, die sich der Tatsache bewusst sind, dass sie das nicht vollständig ausbeuten können. Und China ist das beste Beispiel. China ist insofern ein interessantes Beispiel, weil es bei Klimaschutzpolitik eine Ausnahme ist. Es ist nämlich der einzige Großverursacher, der auch Großbetroffener ist. Das fällt ja normalerweise auseinander. Und wenn Sie sich angucken, dass ein Drittel der chinesischen Wasserversorgung von den Gletschern im Himalaya abhängig ist, dann sehen zumindest die Leute, mit denen ich dort rede, dass sie in der Perspektive ein Problem haben. Und dann, deswegen bin ich optimistisch. Selbst wenn man nur die chinesischen Kohlevorräte alle ausbeuten würde, wäre das 2-Grad-Ziel weg. Das ist dann nicht zu erreichen. Aber dass ein Land wie China eine sehr ernsthafte Debatte führt über Emissionspeaking und damit auch über Reserven im Boden zu lassen,
ist dann eine Zurückgewinnung von ich sage jetzt mal, klimapolitischer Souveränität. Aber eins ist völlig klar, wenn diese Restriktion nicht politisch und klimapolitisch gesetzt wird, wird alles gefördert, was zu fördern ist. Was uns auch zum Beispiel umtreibt, wenn Sie sich globale Energieperspektiven anschauen, auch immer die Frage, was macht der Wettbewerb? Ich gebe das mal ein Beispiel. Ich war letztes Jahr im Mai noch in Delegationsreise in Charlotte. Dann hat der damalige Unternehmensentwickler von Duke, die Kollegen, die ich dort getroffen habe, haben mir 2-3 Tage lang erzählt, erneuerbare Energie interessiert uns überhaupt nicht. Wir machen hier Nuklear, wir machen hier Kohle, der Rest ist für uns völlig uninteressant. Am letzten Tag kommt der Unternehmensentwickler von Duke von einer großen Konferenz und sagt, wir schauen uns 2 Sachen ganz genau an. Zum einen Kalifornien, zum anderen Deutschland. Warum? Weil das Geschäft der Utility sich dramatisch verändert. Die Veränderung läuft über das Thema Photovoltaik. Und wenn Sie sehen, was im letzten Jahr in den USA passiert ist, da stellen Sie fest, dass sich in anderen Märkten, vielleicht vergleichbar mit unseren, von der Struktur vielleicht vergleichbar mit unseren, sehr schnell Veränderungen ergeben, die wir uns sehr genau anschauen müssen. Ja, die Frage ist nicht nur nach dem Motto, den anderen unser Leid mitzuteilen, nach dem Motto, schaut euch, wie es uns ergangen ist, wir können euch das erklären, wie stark Schmerzen sein werden, sondern vielleicht auch nochmal die Möglichkeit zu überlegen, wie gehen die damit um? Was wir entwickeln müssen, sind Transformationsstrategien, die nicht aus dem Blick verlieren, was ist der zukünftige Korridor, aber eben auch nicht, wo wir herkommen und mit was für technischen, politischen und sozialen Strukturen wir am Ende des Tages anfangen.